Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zur Pokémon Goldenen Edition. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind auf dem Weg nach Oliviana City mit unserem wundervollen Pokémon-Team Harald und Veggie und Paras natürlich, ne? Die anderen beiden sind austauschbar. Vielleicht gebe ich Paras noch einen Spitznamen irgendwann mal, wenn wir das nächste Mal in Dukatia sind. Genau, jetzt haben wir aber erstmal noch ein paar Trainer hier und mit einem paar meine ich diese drei. Ich bin gerade wieder in Oliviana City angekommen. Wie steht es nun mit dem Pokémon-Kampf? Ja, gute Frage. Ich wusste gar nicht, dass wir gegeneinander kämpfen wollen. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich vorher frisch gemacht, Justus. Hätte man mir ja vorher mal sagen können. Meine ja nur. So, Harald, du machst das schon. Freunde, ich habe übrigens nachgeguckt, wann Harald Biss erlernt. Level 30. Level 30. Also nicht mehr allzu lang hin und dann traue ich mich auch, die Arena zu bekämpfen. Sobald wir das haben. Genau, so, noch ein Radikal. Ja, ist in Ordnung. Dann kommt ein Radikal. So, einmal Kopfnuss. Da wäre das auch erledigt. Und noch ein Krabi. Und das sollte allerdings auch nicht so lange überleben. Genau, ich bin jetzt extra hier zum letzten Trainer gegangen, weil ich wusste, dass Harald nicht mehr so viel Kopfnuss übrig hat. Aus dem einfachen Grund, dass wir dann mal kurz ins Pokécenter schnuppern können und dann vielleicht auf dem Weg zurück nach Teak City das Ganze hier zu beheben. Genau, die letzten beiden. Oder wir machen das einfach so zwischendurch. So, was haben wir hier? Tipps für Trainer. Benutzt Kopfnuss, um Pokémon aus den Bäumen zu schütteln. Auf den Bäumen leben verschiedene Arten von Pokémon. Benutzt Kopfnuss also an jedem Baum, den du siehst. Wenn du denn so viel Zeit und Lust hast überhaupt. So, Oliviana City. Das Tor zu einer neuen Welt. Dieses Ding da ist doch ein Pokécom. Wow, das ist cool. Du schon wieder. Du schon wieder? Kein Grund zur Panik. Mit Verlierern wie dir gebe ich mich nicht ab. Apropos Verlierer, die Arenaleiterin dieser Stadt ist nicht hier. Sie kümmert sich wohl gerade um mein krankes Pokémon im Leuchtturm. Uhu, wozu soll das nur gut sein? Ein Pokémon, das nicht kämpfen kann, ist wertlos. Warum trainierst du nicht im Leuchtturm? Wer weiß, vielleicht wirst du dadurch ein wenig stärker werden. Mach's gut. Du Pisser. So, Arena. Oliviana City, Leiterin Jasmin. Ein stahlhartes Mädchen. Die sich aber um die Pokémon kümmert, wie es scheint. Genau. Oliviana City liegt am Meer. Daher sollte man dort auch jede Menge Fische finden. Ich fische hier seit 30 Jahren. Willst du das Meer und die Fische sehen? Klar, warum nicht? Und da haben wir einen neuen Angler. Vielen Dank. Sehr nett. Fische findet man nicht nur im Meer. Sie sind überall, wo es Wasser gibt. Sehr schön. Eine Profi-Angel. Hallo Jungchen, die See ist schön. Sing mit mir. Joho, Seebären sind so cool. Ja, ich sing jetzt nicht mit dir, danke. Seeleute sind sehr großzügig. Einer hat mein Pokémon Stärke beigebracht. Jetzt kann es Felsen bewegen. Mhm. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon, machen sie wieder fit. Okay, ja, danke schön. Dam, dam, da, da, dam. So, alles wieder fit. So, ciao. Tschüss. Da gibt es jemanden in Anemonia City jenseits des Meeres. Ich habe gehört, wie er mit seinem seltenen Pokémon angegeben hat. Pokémon würden zutraulicher, wenn du viel Zeit mit ihm verbringst. Ja, das weiß ich. Deswegen verbringen wir auch so viel Zeit mit unserem freundlichen Harald. So, dann packen wir einmal, ja, Togepi kann wieder weg. Und wir nehmen mal Krabi mit. Ihr fragt euch bestimmt, warum. Das hat einen ganz einfachen Grund. So. Genau. Dann gucken wir jetzt erstmal hier hin, in den Markt. Ich habe mein Smetbo von meinem Freund aus Übersee bekommen. Es hatte einen Brief von ihm dabei. Willst du wissen, was er schrieb? Mal sehen. Oh, das ist ein Geheimnis. Toll, danke. Erst anträgern und dann enttäuschen. Können deine Pokémon schon Leute übers Wasser tragen? Theoretisch ja. Die VM haben wir, aber wir haben noch keins, das kann. Gut, theoretisch haben wir das, aber wir haben noch nichts beigebracht und brauchen wir auch noch nicht.
Wenn ich umgezogen bin, dann macht Papa mir mit gruseligen Geschichten Angst. Tja, finde ich gut. Auf dem Weg nach Anemonia City siehst du 4 verlassene Inseln. Ungezogene Kinder werden zur Bestrafung auf diese Inseln geschickt. Ja, die Strudelinseln, die werden wir uns auch noch angucken. Hey, ich suche nach einem Pokémon. Wenn du einen Krabi hast, dann tauschst du es gegen meinen Voltoball. Klar, warum nicht? Hier ist so Krabi. Okay, benutze mir das Gamelink-Kabel. Genau deswegen habe ich Krabi eingesteckt. Ganz easy, ganz einfacher Grund. So, einmal Krabi zu Tim. Und ein Kugo zu uns, wenn ich mich recht an den Namen erinnere. Na komm, Krabi gesendet an Tim. Ja, ist in Ordnung. Tim freut sich sicherlich. Für Olivers Krabi überträgt Tim Voltoball. Ja, gib deinen Voltoball schon her, los. Will's haben. Gib es her. Das gib's mir schon her. Ja. Ein Voltoball. Kümmere dich gut um Voltoball. Ja, ich tue mein Bestes. Oliver tauscht Voltoball gegen Krabi. Danke sehr. Großartig, danke. Endlich habe ich einen Krabi. Du als Angler hast bisher noch keinen Krabi. Das ist irgendwie traurig. Eine Antipaarbeere bekommen wir. Okay. Hier haben wir den Leuchtturm. In den möchte ich aber noch nicht reingehen. Nachts sind dunkle Straßen gefährlich. Auch das Meer wirkt viel bedrohlicher an der pechschwarzen Finsternis. Ohne das Licht des Leuchtturms könnte kein Schiff das Meer bereisen. Ach, früher haben die es doch auch irgendwie geschafft. Hafen von Oliviana City. Schnellboot Pier. Pier, genau, nicht Pier. Hallöchen? Schnellboot Pier? Schnellboot Pier? Oh, wie viele Angeln hast du? Mit verschiedenen Angeln fängst du nämlich verschiedene Pokémon, ja. Mhm. Hey, hier kannst du Moschas leicht fangen. An anderen Orten sind sie seltener. Oh, okay, brauchen wir aber nicht. Ja, wir wollen nicht, dass du ins Wasser fällst. Darum lassen wir dich nicht herein. Na gut, dann halt nicht. Wir werden wiederkommen, Leute. Wir werden wiederkommen. Aber fürs Erste könnte man da halt wirklich nur Moschas fangen, wenn man eins haben möchte. Brauchen wir aber nicht. So, dann gucken wir hier mal. Route 40. Anemonia City, Oliviana City. Du kannst es zwar nicht von hier sehen, aber Anemonia City liegt jenseits des Meeres. Ja, so weit entfernt ist es gar nicht. Man müsste hier einfach nur nach unten und dann direkt nach links. Dann würde man fast direkt am obersten Ende von Anemonia City landen. Ha, meine Pokémon sind ja nur Fliegengewichte. Sie haben nicht die Kraft, Felsen aus dem Weg zu räumen. Hier, nimm das und bring ihnen Stärke bei. Du benötigst den Orden von Dukatia City, um sie außerhalb des Kampfes einzusetzen. Den haben wir. Oh yes. Der Einzige, auf den du dich auf hoher See verlassen kannst, das bist du selbst. Ich bin so stolz auf mich selbst. Oh. Geh übers Meer, pass auf. Wenn der Weg nach Anemonia City auf dich wartet, da gibt es Strudel. Deine Pokémon müssen über eine gezielte Attacke beherrschen, um an den Strudeln vorbeizukommen. Gut zu wissen. Okay, dann wäre es das jetzt erstmal mit der Stadt gewesen. Wir packen dann erstmal kurz Stärke aus. Wie gesagt, der Leuchtturm kommt dann später. Und jetzt kriegt erstmal Herakles Stärke. Wir könnten es auch Veggie beibringen, aber da bleibe ich erstmal bei Body Slam. Und dann haben wir jetzt hier noch 2 Trainer, die Harald unbedingt Erfahrungspunkte geben möchten. Was für ein süßes Pokémon! Zeigen wir uns gegenseitig unsere Pokémon und zwar gleichzeitig. Gut, wenn du das magst. Ruth. Dann zeig mir doch mal dein Pikachu, ich zeig dir mein Harald. Ich wage inzwischen zu bezweifeln, wenn weiter solche Pokémon wie Pikachu kommen sollten, dass wir Harald noch ins Level 30 kriegen vor der Arena. Aber das wird schon. 1,25 Level oder so. Mir macht es nichts aus zu verlieren. Na, und du als letzter Trainer auf der Route? Macht es dir etwas aus, wenn ich mit meinen Pokémon angebe? Nein, nein, mach nur. Schwach sind sie trotzdem. Auch wenn du damit angibst. So, Sönke. Mit seinem anderen Pikachu. Was habe ich gerade zu Pikachus gesagt? Harald, mach's weg. Mach's einfach weg. Einfach
Husch und vorbei. Da, schon erledigt. Ach, ich hatte nicht mal Zeit anzugeben. Pech gehabt, Alter. Pech gehabt. So. Okay, jetzt da wir Stärke können, traue ich mich auch in den Turm hier. In die Turmruine. So. Na moin! Das habe ich vergessen, dass er hier sein wird. Oh, du bist es. Du willst stärker werden, also kommst du hierher, um das legendäre Pokémon, das hier sein soll, zu fangen. Ist es nicht so? Nun, das wird nicht passieren, weil ich es nämlich fangen werde. Ich werde der beste Trainer der Welt sein, also stünde mir ein legendäres Pokémon gut zu Gesicht. Egal, mich nervt es, dass ständig so ein Schwächling wie du auftaucht. Ihn hatte ich vollkommen nicht mehr auf dem Schirm. Erstmal Apollo. Ja, erstmal Apollo. Und Eis und E auch noch. Verdammt. Daran habe ich nicht gedacht. Aber mit keiner Silbe. So. Oh, bist du dumm. Oh, bist du dumm. Blitz. Ja, schleck uns ab. Ist in Ordnung. Schleck uns ruhig ab. Oh, wir sind paralysiert. Von mir aus. Komm, hier Blitz, der nicht trifft. Und Paras ist besiegt. Nein, es lebt noch. So, jetzt ist es aber besiegt. War ja eh nur als Kugelfutter gedacht. So, Veggie. Lang ist es her, seit du das letzte Mal gekämpft hast, aber wir brauchen dich und dein Rasierblatt mal wieder. Wenn es auch eine nicht sehr effektive Attacke werden wird, ist es die einzige Chance, die wir bisher gegen Alpalo haben. Und ich hoffe, du wirst nicht paralysiert. Sehr schön. Dann mach's jetzt auch weg. Mach den Sack zu. So, sehr gut. Alpolo weg. Als nächstes Magnetilo. Nein, Zubat. Okay, Zubat, da kommt Harald raus. Wir lassen uns nicht wieder so verarschen von diesem, Zubat. Auch wenn es diesmal egal wäre, weil wir mit Body Slam eine sehr starke Normalattacke haben. Aber Harald braucht das Training. Deswegen darfst du das auch komplett eigenständig machen. Und Level 29 erreichen. So, als nächstes ein Magnetilo. Yo, ich weiß, ich kenne dich doch. Komm, da kommt Veggie wieder raus. Wie ich den Typen vergessen konnte. Ich wusste noch, dass er da aus der Arena rauskommt, aber dann nur quatscht. Aber dass er hier drin sitzt, komplett weg aus dem Gedächtnis. Naja, gut, ne? Gibt Schlimmeres. Ultraschall. Ja, zieh mir nur 20 ab. Ich glaube, damit komme ich klar. Nochmal Rasierblatt. Weg mit Magnetilo. Und dann holen wir gleich nochmal unseren Harald raus, um gegen das Igelava zu kämpfen. Der hätte uns echt eiskalt erwischen können, wenn unsere Pokémon nicht so hochlevelig wären. Muss ich mal eingestehen. Hätte echt unschön ausgehen können. So, Harald, Attacke. Was du nicht alles schon für Pokémon besiegt hast, da sollte das Igelava kein Problem werden. Hier, guck mal, sogar zurückgeschreckt. Ende Igelava und unseren Rivalen mal wieder besiegt. Sehr gut. Ich hasse es, gegen einen Schwächling wie dich anzutreten. Das ist keine Herausforderung. Und trotzdem verlierst du immer. Ach, egal. Du wärst sowieso nicht fähig, ein legendäres Pokémon zu fangen. Meinst du? Okay. Dann brauchst du ja keine Sorgen zu machen, ne? So, ich benutze einmal Schutz. Minzbeere. Ah, Aufwecker, okay. Gut, dann gehen wir erstmal hier entlang. Und zerbrechen den Felsen hier. Und was ich auch machen werde... Hier gibt es übrigens einen lustig kleinen Grafikbug. So, ich lege erstmal den auf Select. Pack die Profi-Angel mal weiter nach oben. Und pack auch den Detektor mal weiter nach oben. Genau. Keine Reaktion. Ist in Ordnung. Auch nichts. Okay. Meine Seele brennt. Ich zeige dir, wie heiß das Feuer ist. Gut, dann zeig doch mal her. Bin gespannt. Wie heiß ist denn das Feuer? Sam. Hm? Ein Smogon. Das ist kein Feuer-Pokémon.
Was willst du mir denn hier zeigen? Dampf? Giftgas, Pupse, möchte er mir, glaube ich, zeigen. Naja. Das ist ein Feuer-Pokémon. Ja, damit kann ich umgehen. Das ist in Ordnung. Ja, Kopfnuss. Ciao, Fukano. Was kommt noch? Noch ein Smogon. Okay, nochmal Pups-Pokémon. Pups-Pokémon. Und auch schon besiegt. Glaube ich zumindest. Ja. Entspannung pur. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir Harald auf Level 30 kriegen. Immer noch nicht heiß genug. Entschuldigung? Oh, reagiert immer noch nicht. Na gut. Dann erstmal einen Feuerheiler aufsammeln. Und dann gucken wir mal hier. Genau, hier haben wir nämlich die Stärke, die wir brauchen. Genau deswegen wollte ich nicht vorher in den Turm hier rein. TM20, weil wir sonst hier sowieso nochmal reingemusst hätten. Reagiert nicht hier auf der Seite. Und da ist ein Pokémon. Ein kleines putziges. Da haben wir noch einen Ball. So, wir gehen erstmal noch hier nach unten. Und müssten dann hier was drin haben. Nein, hier. Ja. Hyperball. Sehr nice. Gut, da gucken wir nach hier drüben. Was haben wir hier? Ein Feuerheiler, einen zweiten. Okay. Ich mach dann mal zwischendurch den hier, aber der Detektor reagiert immer noch nicht. Okay, dann können wir jetzt hier nach Norden gehen. Und uns erstmal... Schutz wirkt nicht mehr, schade. Egal. Jetzt erstmal hier nach unten stürzen. Sammeln noch das KP Plus ein. Oh, hier gibt es sogar was. Detektor zeigt etwas an. Wahrscheinlich hier oder hier oder hier, hier, hier. Nein, da unten. Nein? Zeigt immer noch an. Aha. Zeigt nicht mehr an. Zeigt er jetzt wieder an? Ja, okay, es ist der Stein oben links. Es ist der Stein oben links. Schade, das heißt, wir müssen jetzt nochmal runterhüpfen. Oh, Magma, cool. Moin, Magma. Das hätte ich nicht tun sollen. Das war, glaube ich, eine schlechte Idee. Ja, das war eine schlechte Idee. Kacke. Ich dachte gerade mir, oh, Magma, und habe an den Kampf gedacht, den wir mit Lorblatt da schon mal ausgefochten haben gegen Magma. Naja. Gibt Schlimmeres. Haben wir halt kein Magma. Ist mir auch egal. So. Du bist es, oder? Nein, du bist es nicht. Ich bin verwirrt. Wo ist denn hier das? Jetzt ist es weg. Es ist zwischen den Viechern. Es ist hinter... Ach, es ist hinter dem Vieh. Okay, gut. Dann halt nochmal nach oben und nochmal nach hinten laufen. So, nu aber. Felsen zerbrechen. Ja, Zertrümmerer, vielen Dank. Und wieder mal ein Pokémon treffen. Ein Zubat, hurra. Da freut sich jeder. Los, Harald. Hau einfach ab. Ne, kein Detektor. Gut. Moin, das ist übrigens der Typ mit dem kleinen Farbbug, wenn wir ihn gleich besiegt haben. Ich absolviere hier mein Geheimtraining. Du machst mich ganz verlegen, wenn du zuschaust. Ja, deswegen zeige ich es dir jetzt. So, das hast du davon. Du wirst jetzt nämlich sterben. So. Wolf mit seinem Glutexo. Mhm. Glutexo, also. Los, Harald. Mach's fertig. Kabam. Und das war's auch schon. Und Level 30. Es hat perfekt gepasst. Und da ist Biss. Genau. Soll eine andere Attacke vergessen werden? Ja, bitte. Welche Attacke soll vergessen werden? Ich vergesse mal Heuler. Harald kann Biss. Das erfreut mein altes Herz. Ich bin nur noch aus Asche. Genau, guck mal.
Und jetzt ist er farblos. Und Mutti ruft mal wieder an und hat wieder irgendwas eingekauft. Ja, ist in Ordnung. Wieder mal dekorativ. Mhm, es ist im PC. Na, dann gucken wir doch gleich mal nach, wenn wir hier fertig sind mit dem Turm, was Mutti uns mal wieder gekauft hat. So, wir gehen hier einmal um die Ecke. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, tatsächlich. Irgendwas gibt's hier. Ach, direkt unter uns. Gut. Stecken wir uns ein. Da stecken wir uns ein. X-Tempo, hurra. So, das war's. Da müssen wir jetzt nur noch einmal nach unten zu den Pokémon. Und uns das Item da auch noch holen. Und dann haben wir die Turmruine auch abgeschlossen. So, jetzt probieren wir uns aber erstmal dieses Smogon zu fangen. Wenn es einmal schon hier ist, schadet es jedenfalls nicht, es zu probieren. Ne? Bin ich jedenfalls zur Überzeugung. Ja, flop. Wüt. 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 Ach, natürlich. Natürlich brichst du aus. Was auch sonst. Ich kenne doch mein Glück mit manchen Pokémon. Was auch sonst. Ach ja. Versuch Nummer 2. Geht doch. Smogon wurde gefangen. Smogon, Giftwolke. Sein dünner Körper ist mit Gasen angefüllt, die Husten und Schnupfen verursachen und die Augen reizen. Das ist ja reizend. Was für ein reizendes Pokémon Smogon doch ist. Ach, Bill ruft an. Hi Oliver, ich bin's Bill. Danke, dass du das Lagerungssystem benutzt. Das letzte Pokémon, das du geschickt hast, das hat eine Box voll gemacht. Du musst die Box wechseln, wenn du mehr Pokémon fangen willst. Also, bis dann. Okay. Deswegen ist es immer praktisch, Bildnummer dabei zu haben, wenn man nicht gerade im Kopf hat, wie viele Pokémon man gerade auf seinen Boxen hat. Einfach damit man Bescheid bekommt. So, jetzt einmal hier nach unten. Und zu den Biestern hier. Raikou, Entei und Suicune. Die in alle Himmelsrichtungen verduften. So, genau, und hier ist das Item. Ein Nugget. Das, was mich so verwirrt hat. Gut, dann müssen wir jetzt nur noch raus. Machen ein bisschen Inventarmanagement. Und in der nächsten Folge geht's dann dem Arenaleiter an den Kragen. Und da freue ich mich auch schon drauf. So. Und wir haben die drei legendären Hunde-Pokémon befreit. Was für uns heißt, dass wir jetzt zwischendrin die guten Tierchen immer mal wieder über den Weg laufen bekommen. Genau. Und deswegen bin ich schon ziemlich gespannt. Vielleicht treffen wir eins, vielleicht treffen wir alle, vielleicht fangen wir sogar eins. Aber ich werde keine Jagd drauf machen. Das ist mir zu doof. Eigentlich wurde geplant, dass der eine Pokéball, den man von Kurt herstellen lassen kann, mit den weißen Aprikoko, das wird nämlich ein Turboball, dass der extra für diese Viecher da ist. Aber durch einen Bug funktioniert das natürlich wieder nicht. Und deswegen funktioniert der Turboball nur für... Oh, ich habe vergessen für was. Nidoran weiblich oder sowas? Nein, das war das falsche Ding. Ja, theoretisch schon, aber das war das falsche Ding. Genau, wir wollen einfach Inbox 2 wechseln. Genau. Dann haben wir jetzt hier Box 2 und können schon mal dieses Ding hier ablegen. Und dann gucken wir mal, was unsere Mutti uns gebracht hat. So, erstmal ablegen. Und zwar Leber, Vitalkraut, Tafelwasser, bla 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 bla, Feuerheiler, Äther. Ja. Und aufnehmen, was haben wir dabei? Hat noch einen Supertrank. Okay. Ist in Ordnung. Ist jetzt nicht so, dass ich mich freue, weil wir diesen Supertrank haben. Aber ist auch nicht schlimm. Gut. Dann verkaufen wir mal eben. Willkommen, verkaufen. Genau. X-Tempo weg. Feuerheiler benutze ich auch nie. Verspreche ich euch, dass ich das nie tun würde. Nugget verkaufen wir. Minzbeere behalte ich mal noch, würde aber wegkommen nach dem Arena-Kampf, weil da wird man ab und zu mal eingeschläfert, sicherheitshalber behalte ich das Ding deswegen noch.
Genau, dann wären wir jetzt eigentlich vorbereitet. Allerdings würde ich eine Sache zwischendurch noch machen. Denn bevor wir den Arenaleiter herausfordern, möchte ich probieren, ob wir schon in der Lage sind, unser nächstes Teammitglied zu fangen. Das ist nicht das Dammhörplex und deswegen ignoriere ich das auch. Weil sonst muss ich wieder gleich Pokémon-Inventar-Management betreiben und darauf habe ich keine Lust. Genau, wir gehen jetzt nach Viola City mit der Profi-Angel im Gepäck. Und ich weiß, dass man die Viecher hier, dass man die surfen kann. Ich weiß halt nicht, ob man die auch A angeln kann. So, nichts angebissen. Da hat was angebissen. Ich hoffe zumindest, dass jetzt was kommt, was ich will. Carpador. Du bist nicht das, was ich will. Ich werde dich auch nicht fangen. Du Pisser. So, dann noch ein Carpador. Vielleicht kann ich sie doch nicht surfen. Kann ich sie doch nur surfen. Nein, da ist es. Hallo. Ein kleines Quapselchen. Genau das wollte ich haben. Freunde, begrüßt unser neues Teammitglied. Das wird es. So. Einmal Superball. Flupp, flupp, flupp. Quapsel wurde gefangen. Oh yes. Quapsel. Kauquappe, da es sich mit seinen neu gewachsenen Füßen noch nicht, gut laufen kann, schwimmt es nur im Wasser umher. Ja, ein Spitznamen für Quapsel. Und unser Quapsel nennen wir... Es ist ein Weibchen. Also nenne ich's. Wie nenne ich's denn? Wisst ihr was, Freunde? Ich mache hier eine Pause für heute. Speichere das Ganze mit Safe Setup. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und dann finden wir einen. Ja, dann in der Zwischenzeit habe ich hoffentlich einen Namen für das Quapsel gefunden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!